Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback stroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von dem Qualifying. Alles bereit. Von Australien, so, bei Formel 1. Hier im AMG, ich sitze schon seit 3 Stunden, sitze ich schon fast vor PC. 2,5, glaube ich, ist das jetzt schon. Wir müssen jetzt und müssen wir ordentlich fahren, das ist das verdammte letzte Quali. Hätten wir bloß ein Quali eingestellt, wären wir vielleicht jetzt erst und wären schon lange im Rennen vorbei oder fast am Ende. Nein, aber Mensch, muss natürlich 3 Rennen einstellen, weil es einigermaßen realistisch werden sollte. Und deswegen fahren wir jetzt noch. Gute Aussage, oder? Nein, warum nicht? Verstappen wollte mich wegkommen, dieser Wichskunde. So. Wir waren letzte Runde mal Platz 5. Oh. Gerade noch so gerettet in der fucking letzten Runde. Es war sowas von knapp. Gut, von der Zeit her nicht, aber dass wir noch die 5. Runde schaffen. Das war schon ein halbes Wunder. Jetzt habe ich die Stange mal stehen lassen. Und quietscht nicht mehr, das ist geil, das ist gut. Der Start war scheiße. Das geht noch besser. Lenkt mich jetzt nicht ab. Jetzt sind die mich abgelenkt, das ist gemein. Scheiße! Ja, wie gesagt, wir fahren trotzdem diese Runde, fahren wir jetzt vorbei, zu Ende. Aus dem folgenden Grund, dass wir überhaupt keine Rundenzeit haben. Wenn die mehr als schlecht ist und wir damit 100% nicht letzter werden. Letzte Rundenzeit bringt dich auf P4. Scheiße! Und mal schon mal noch eine. Wahrscheinlich. Du bist derzeit auf P2. Also hoffentlich haben wir dann noch eine. Also müssen wir mit fast Leertank Dings reinfahren.
gibt's das nämlich lieber auf, als jetzt reinzufahren und dann den Lager zu fahren. Das reicht vom Verbrauch. Lieber fahre ich da mit dem leeren Tank normal. Ich versuche noch mit guten Reifen zu fahren. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Fahrzeugzustand. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Fahrzeugzustand. Zustand des Autos. Die Reifendaten sehen soweit gut aus. Die Reifen sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Unsere Reifenabnutzung verläuft nach Plan. Reifenabnutzung nach Plan. Deine Reifen und Bremsen werden zu heiß. Versuch mal die Kurven etwas weniger aggressiv anzugehen. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schon in den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Sehr, sehr schlecht. Wir fahren in die Box. Die Reifen hat es schon gut mitgenommen. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box, Box. Zehnter will ich nicht. Ich bin am Mittelfeld. Wuhu! Also ein bisschen weiter vorne würde ich mich freuen. Stimmt's, Maus? Ja, Box gesagt und trotzdem lässt er mich nur in die Box. Okay. Jetzt verstehen sie diesmal schon da. So, was sagt die Uhrzeit? Es wird dunkel, das gefällt mir auch überhaupt nicht. Scheiße, was sagt denn da die Zeit? Achso, nee, das ist Reparatur. Nee, es ist Saisoninfo. 3 Minuten verbleiben. Scheiße. Keiner auf der Strecke. Och, nee. Ich will am liebsten nochmal raus. Aber wir haben jetzt noch eine Minute minus. Oh, das wird richtig riskant. Sofort raus, schiebt mich raus. Ich habe gerade eine halbe Minute jetzt Zeit. Nee, doch eine halbe Minute ungefähr. Keine halbe Minute mehr, scheiße. Oh, das wird richtig riskant. Das schaffe ich nicht.
jetzt schon mehr als Whisky fahren. Louis auf P3. Nein! So ein Kack. Ja, geil. Geiler Scheiß. Moment, jetzt so, ja. Ich glaube, da war ein bisschen Schaden mehr dazu gekommen. Das kotzt mich jetzt an. Startreihen für das Rennen morgen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Räikkönen, Vettel und Lewis Hamilton. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Das tut weh. Plus 6. Gut, okay, gut, dann war es das auch schon. Also das wird jetzt, war jetzt ein ganz kleiner Part, aber dafür sind wir jetzt ganz entspannt für das Rennen am nächsten Tag. Wir sehen nochmal, dass es richtig scheiße ist. Wir gucken auch nochmal kurz die Rennleitung uns an. Bottas natürlich 4, Achtung, Achtung. Und diese nächste Runde ungültig. Also das bei jetzt habe ich wirklich überhaupt nicht mitbekommen. Nie so richtig. Und das hier habe ich mitbekommen. Das schaffen wir mal mit den Felde. Naja, Leute. Dann lassen wir es mal dabei stehen. Würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euch mal so Wort. Daumen hoch geben, Daumen nach unten, abonnieren, nicht vergessen. Und dann. Ciao, ciao.